geschwind Ihre Präsentation. Ja. Okay. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Während die Präsentation gestartet wird, kann ich mich ganz kurz vorstellen. Das Unternehmen, aus dem ich komme, ist hier im Stuttgarter Raum sicherlich nicht völlig unbekannt. Es feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Ich hatte das Glück, bei diesem Unternehmen 25 Jahre dabei zu sein, also ein Fünftel der gesamten Zeit. Und in der Zeit hat sich das Unternehmen sehr gewandelt, muss ich sagen. Als ich begann, waren etwa drei Viertel der Mitarbeiter in Deutschland und ein Viertel im Ausland, bei ungefähr 160.000 Beschäftigten vor 25 Jahren. Und jetzt in diesem Jahr werden es fast 300.000 Mitarbeiter sein. Und von diesen 300.000 Mitarbeitern werden über 60% im Ausland sein. Wenn man die Zahlen sich einmal anschaut, 1986 und 2011, dann wird man feststellen, dass die Zahl der Arbeitsplätze in Deutschland nicht gestiegen ist seit der Zeit. Sie sind gehalten worden. Das ist immerhin ein positives Ergebnis, aber sie haben sich gewandelt. Fertigung, das wissen Sie alle, Produktion ist doch tendenziell aus Deutschland herausverlagert worden, während die, wie wir es nennen, indirekten Bereiche, also die Entwicklung, die Forschung, der Vertrieb auch in Teilen, die administrativen Funktionen ausgebaut wurden und von hier aus her auch die weltweite Steuerung erfolgt. Aber nun will ich nicht so lange über das Unternehmen reden, denn 20 Minuten für Talentmanagement sind eine arge Herausforderung, aber auch eine Chance, sich wirklich auf das Wesentliche zu beschränken. Deshalb will ich gar nicht lange über die Gliederung sprechen. Ich glaube, der Vortrag wird den Teilnehmern auch zugänglich sein. Das Unternehmen habe ich eben schon kurz skizziert. Wir sind tätig in drei Arbeitsbereichen. Der stärkste ist mit 60% immer noch die Kraftfahrzeugausrüstung, aber die anderen Teile wachsen mit und gewinnen ein bisschen an Boden. Der Umsatz wird dieses Jahr um die 51 Milliarden betragen. Das war nach dem Verlustjahr 2009 das einzige in der Geschichte, wieder eine sehr, 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 sehr gute Erholung. Und die Mitarbeiterzahl, sagte ich schon, wird 300.000 erreichen. Der Umsatzanteil der Kraftfahrzeugausrüstung beträgt auch ungefähr 60%. Und die Regionen sind sehr stark außerhalb Deutschlands versammelt. In Deutschland wird etwa noch 20% des Umsatzes erzielt. Mitarbeiter nach Regionen, das habe ich schon erwähnt, 113.000 Arbeitsplätze in Deutschland und der Rest außerhalb. Weltweit über 700 Standorte in über 60 Ländern, das klingt furchtbar beeindruckend. Da sind aber auch Länder dabei wie Malta, wo wir gerade mal zwei Mitarbeiter beschäftigen, Irland, wo wir sieben beschäftigen und auf der anderen Seite natürlich China mit 30.000 fast, USA mit 20.000, Brasilien mit 12, Indien mit 20.000. Während so in der Mitte die westeuropäischen Länder liegen wie Italien, UK, Spanien, Italien, praktisch schon Frankreich mit 5, 6, 7, 8.000 Beschäftigten. Also eine ziemlich breite Spreizung. Wenn man sich mit Talentmanagement beschäftigt, dann fängt man eigentlich üblicherweise mit der Strategie an. Und das muss man, glaube ich, auch, weil die erste Frage wird immer lauten, wie viele Mitarbeiter, und das ist zunächst einmal noch gar nicht ebenenspezifisch, wie viele Mitarbeiter werden wir wann, wo brauchen und was sollen das für Mitarbeiter sein? Das machen wir jährlich weltweit, nicht in allen Ländern, aber in Schwerpunktländern, wie wir sagen, dass wir diesen Bedarf planen und nicht nur den Bedarf an Führungsstellen, sondern auch den Bedarf an Mitarbeitern, den wir haben werden. Ein Beispiel möchte ich Ihnen geben. In China hatten wir vor ein, zwei Jahren 25.000 Beschäftigte und die Planung ist, am Ende des Jahres 2015 bei 50.000 Beschäftigten zu sein. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet für die einstellenden Bereiche, sowohl die Geschäftseinheiten dort als auch die Personalbereiche. Und man kann, wenn man mal die Zahlen zugrunde legt, die sonst wo gelten in anderen Geschäftsbereichen bei uns, in anderen Ländern, dann wird man schnell darauf kommen, dass wir diese 25.000 zusätzlichen Beschäftigten natürlich auch führen muss, dass man auch für sie Support bereitstellen muss. Und das hat ergeben, unsere Planungen haben ergeben, dass wir dann 1.500 zusätzliche Führungsstellen brauchen oder qualifizierte Fachstellen. Da könnte man sagen, das ist ja schon schlimm genug, die zu beschaffen. Und da muss man überlegen, was muss man tun jetzt, damit man sie in 5, 6, 7, 8 Jahren auch hat. Das Problem verschärft sich noch, weil wir in China eine Fluktuation haben, anders als in Deutschland, auch bei Bosch. Und zwar im Führungskreis von ungefähr 10% pro Jahr.
Das heißt, in 5, 6 Jahren geht Ihnen nochmal wieder die Hälfte, wenn es so bleibt. Und die Tatsache, dass wir Anstrengungen unternehmen, hilft uns alleine nicht, denn die anderen unternehmen auch alle welche. Und wir müssen bessere anbieten als die anderen Unternehmen. Und ob das gelingt, wird sich herausstellen. Aber wenn das nicht gelingt, dann werden wir in den nächsten 5 Jahren nochmal die Hälfte dieses Bedarfs allein aufgrund von Verlusten, also von Fluktuationsverlusten, drauf tun müssen. Und das ist Planung. Da kann man sagen, Planung braucht man nicht. Und die wird sowieso nicht eintreten, das ist ganz sicher. Aber sie wird irgendwie anders eintreten. Aber auf irgendeine Form von Zukunft muss man, glaube ich, vorbereitet sein. Keiner von Ihnen wird eine große, ausgedehnte und auch mit Risiken behaftete Urlaubsreise vornehmen, ohne zu planen. Ich meine, nachmittags zum Einkaufen, das macht man mit kleiner Planung. Aber wenn Sie mal richtig auf den Himalaya wollen, dann sollten Sie das nicht ohne Planung tun. Das ist also das Erste. Bei uns ist das Thema besonders deshalb auch relevant, weil wir 90% mehr, muss ich Ihnen ehrlich sagen, mehr als 90% aller Führungskräfte intern rekrutieren. Ich habe der Teilnehmerliste entnommen, hier sind mindestens 15 Bosch-Mitarbeiter. Also ich kann also nicht so lügen wie sonst. Ich muss also verhältnismäßig ehrlich sein. Insofern haben Sie Glück, Sie können dem weitgehend glauben, was ich jetzt sage. Also über 90% werden intern rekrutiert. Das ist eine unglaubliche Chance für die Leute im Unternehmen. Wenn Sie mal auf unsere Geschäftsführung schauen, dann stellen Sie fest, dass alle bei uns fast im Tarif, einer war da und ging wieder weg und kam wieder, aber die haben alle im Tarif angefangen. Es gibt wenig Vorstände von DAX-Unternehmen vergleichsweise, wo das der Fall ist. Und das ist für junge Leute, die bei uns anfangen, natürlich ein Beweis dafür, dass wir intern rekrutieren. Das andere können Sie alles lesen, das untere sollten Sie nicht so intensiv lesen. Bei uns geht es auch nicht so rasend schnell mit dem Aufstieg. Ich finde es nicht langsam, aber wenn es ungefähr 6 bis 8 Jahre dauert, bevor sehr gute Mitarbeiter nach dem Abschluss als, wie sagt man heute, Bachelor, Master oder früher Fachhochschulabsolvent, dann auf der Abteilungsleiterebene ankommen, dann ist das sicherlich nicht gigantisch schnell, aber es ist auch nicht langsam. Es sind übrigens dann auch nicht alle. Viele werden ja auch aus eigener Neigung oder wegen ihrer Fähigkeiten dann diese Ebene vielleicht auch nicht erreichen. Ich finde es vernünftig, wenn man sich über Talentmanagement unterhält, dass man zunächst mal sagt, worüber man sprechen möchte. Das ist gerade bei diesem Thema, wo Talentmanagement eigentlich alles ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ich spreche nicht über Personalmarketing, ich spreche nicht über Hochschulkontakte, über Arbeitgeberrankings. Machen wir natürlich alles, aber das ist nicht mein Thema. Ich spreche auch nicht über die Auswahl, über die Auswahlverfahren. Ich spreche nur über die Mitarbeiter, die wir haben, die bereits bei uns sind und die sich bei uns entwickeln. Und ich spreche auch weniger, ein bisschen vielleicht, aber weniger über die verschiedenen Bindungsmöglichkeiten. Herr Falk sagte eben Gehalt, ich bin auch für Vergütung zuständig, das ist natürlich ein nicht unerhebliches Bindungsmittel, es wird aber überschätzt. Man soll es auch nicht unterschätzen, aber ich sage immer, es geht niemand allein, weil er etwas zu wenig verdient. Im Führungsbereich, und es ist natürlich bei Mitarbeitern am Band in Malaysia völlig anders, auch in Deutschland vielleicht, Führungskräfte gehen normalerweise nicht, wenn es keine anderen Gründe gibt für eine Gehaltsdifferenz, die kleiner ist als 25-30%. Das ist eine alte Erfahrung. Für 10% mehr geht man nicht, wenn man sich sonst wohlfühlt. Das haben wir ganz schlau gelöst, da zahlen wir 10% weniger. Weil wir wissen, dass die Leute bei uns bleiben werden. Das stimmt auch. Sie haben einen eindeutigen Indikator. Sie sehen die Fluktuation. Die verfolgen Sie jedes Jahr und daran können Sie sehen, ob Sie etwas tun müssen. Solange die Leute bleiben, könnten Sie sagen, sie bleiben unzufrieden. Dafür machen wir Mitarbeiterbefragungen jedes zweite Jahr. Und dann wissen wir zumindest auch, wieso die Leute fühlen. Und solange beides eigentlich in Ordnung ist und die Leute sagen, sie sind stolz, bei Bosch zu arbeiten und sie gehen auch wirklich nicht weg, dann haben wir eigentlich kein Problem auf der Seite. Die nächste Frage, die man sich angucken soll und definieren soll, bevor man über dieses Thema redet, ist Kompetenzen und Potenzial und Leistung und sowas mal zu definieren. Das wird sehr wenig getan und die Begriffe werden nach meinem Gefühl sehr diffus verwendet. Wir sprechen von Kompetenzen und meinen damit auch etwas sehr Breites, nämlich begonnen von Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten bis hin über Verhaltensweisen, bis hin zu Eigenschaften. Und Sie wissen, diese Reihenfolge war nicht ganz zufällig. Fähigkeiten kann man testen. Englischtests sind hochvalide, die kann man machen. Wir können auch Aufmerksamkeit testen oder räumliches Vorstellungsvermögen. Das wird ziemlich gute Ergebnisse bringen. Führungseignung können Sie nicht testen. Es gibt zwar eine Menge Verfahren, aber keines, das kann ich Ihnen aus der Prüfung vieler deutlich sagen, keines ist da, was Ihnen sozusagen eine singuläre Evidenz gibt für Führungseignung bei Mitarbeitern. Aus verschiedenen
Elementen kann man was Vernünftiges kombinieren. Man kann auch gut gestaltete Assessment Center machen, wobei die meisten, die Sie sehen werden, sind schlecht, weil ein gut gestaltetes ist sehr, sehr, sehr aufwendig, nicht nur in der Entwicklung, sondern vor allem auch in der Durchführung. Und was Sie auf dem Markt sehen, in vielen Unternehmen, wir machen es deshalb nicht, wir machen es bei Trainees in einer etwas anderen Form, also bei der Trainee-Auswahl. Vieles, was Sie auf dem Markt sehen, ist dilettantisch. So, Kompetenzen sind deshalb so schwierig, weil sie eben auch Verhaltensweisen und Eigenschaften beinhalten können. Die meisten Unternehmen haben solche Kompetenzmodelle und die kann man nicht beobachten. Die können Sie nicht sehen. Sie können Faulheit nie sehen. Sie können immer nur sehen, dass jemand etwas nicht tut. Das kann aber sehr klug sein. Das ist nicht unbedingt faul. Man muss Kompetenzen möglichst beschreiben, valide beschreiben und operationalisieren, dass man sagt, ich beobachte das und erst über Beobachtung sprechen und dann über Bewertung. Und wir sagen, Potenzial heißt für uns, wenn Kompetenzen offensichtlich in einer Weise ausgeprägt sind, die es dem Stelleninhaber oder der Stelleninhaberin ermöglichen, mehr als die Anforderungen dieser Aufgabe zu bewältigen. Höheres, sozusagen ein Mehr an Anforderungen zu bewältigen. Und das sagen wir, diese Aussage machen wir nur auf eine Erstreckung von 4 Jahren. Das heißt, wir fragen nicht bei einem Hochschulabsolventen, kann er mal Vorstand werden oder Sie? Die Frage nach, kann sie mal Vorstand werden, ist heute viel wichtiger als die erste. Das tun wir nicht, weil wir sagen, diese Projektion oder diese Prognose ist zu heikel. Die überspannt einen viel zu langen Zeitraum. Deshalb fragen wir immer nur, kann diese Person innerhalb der nächsten 4 Jahre eine Aufgabe auf unserer nächsten Vertragsstufe machen? Und wir fragen, da wir das jedes Jahr fragen, entsteht überhaupt kein Verlust. Wir tun das jedes Jahr und die Frage wird jedes Jahr wieder gestellt. Und jeder, der dann auf die nächste Vertragsstufe gekommen ist, bei dem wird sie auf der Basis dieser dann erreichten Ebene wiedergestellt. Kompetenz, Leistung, Potenzial. Leistung und Potenzial ist auch nicht ganz einfach zu unterscheiden. Leistung ist nicht gleich Potenzial. Wir haben Leute, die leisten sehr viel in ihrer Aufgabe, haben aber erkennbar kein Potenzial, manchmal auch keine Neigung. Manchmal haben Leute eine Neigung, aber kein Potenzial. Das gibt es auch. Beides muss man irgendwie korrigieren. Also Leute haben eine ganz hohe Leistung und das wird honoriert im Bonus beispielsweise, in der Leistungszulage, aber sie zeigen kein Potenzial für die nächste Ebene. Warum nicht? Oder weshalb kann das so sein? Weil die Anforderungen an der nächsten Ebene unterschiedlich sind. Also ein guter Ingenieur ist nicht, aber das ist trivial, das muss ich Ihnen gar nicht erzählen, ein guter Ingenieur ist nicht unbedingt automatisch ein guter Gruppenleiter. Das erwartet man noch, aber ein guter Gruppenleiter ist nicht automatisch ein guter Abteilungsleiter. Und ein guter Abteilungsleiter nicht unbedingt ein guter Bereichsleiter, weil die Anforderungen sich strukturell ändern. Das ist beim Sport einfacher. Im Fußballtorwart in der Amateurliga, wenn der alles hält, dann besteht eine relativ gute Prognose, dass er in der nächsten Liga auch noch mithalten kann. Und so geht das weiter. Deshalb ist Prognose, Potenzialprognose im Sport viel einfacher. In der DDR war es noch einfacher. Da hat man physiologische und medizinische Tests gemacht und der Rest war Doping, könnte man sagen. Aber das. So, und beides müssen wir angucken. Wir müssen angucken, was bringt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin als Leistung. Denn Potenzial ohne Leistung gibt es nicht. Das gibt es nur, wenn sie völlig falsch eingesetzt wird. Das kann man sofort erzeugen, indem man mir eine Werkleitung im technischen Bereich gibt, einer Produktion. Dann werde ich die zugrunde richten in einem Jahr, das schaffe ich dann. Wenn ich nicht sehr gute Mitarbeiter habe und mich ansonsten raushalte, dann habe ich null Leistung vielleicht, aber vielleicht immer noch ein Potenzial für was anderes. Aber das passiert im Unternehmen nicht so furchtbar häufig, dass sie so fehl einsetzen. Also wir sagen, Leistung, hohe Leistung bedeutet nicht unbedingt hohes Potenzial, aber Potenzial ohne jede Leistung ist schlechterdings kaum möglich. Das ist unser Prozess, unser Jahresprozess, den wir seit vielen, vielen, vielen Jahren machen. Der hat furchtbar viele Elemente, die Sie alle wahrscheinlich kennen oder zumindest einige davon. Ich habe mal die rot markiert, die am ehesten oder am wesentlichsten diesem Prozess der Mitarbeiterentwicklung entsprechen. Das sind die Entwicklungsgespräche, die sich anschließen an die Mitarbeitergespräche, die jeder Vorgesetzte mit jedem Mitarbeiter jedes Jahr führen soll. Wir kontrollieren das auch. Die Zielquote ist 100%. Manche Mitarbeiter, mit denen wird ein Entwicklungsgespräch geführt, mit denen, die für unseren Talentpool in Frage kommen, die dann nominiert werden, immer zunächst mal von den Vorgesetzten, gibt es dann sogenannte potenzialorientierte Interviews, die werden immer durch 2 Personen geführt, Personal und Linie, aber nicht der nominierende Vorgesetzte, denn der ist ja Partei.
sondern ein anderer Vorgesetzter der vergleichbaren Ebene aus dem gleichen Funktionsbereich. Dann geht es sozusagen in die Quervalidierung unseres jährlichen Prozesses. Da reden dann nicht mehr die Mitarbeiter mit ihren Führungskräften oder Personal, sondern da redet man über sie. Und wir sagen, es ist viel einfacher, weil da sind die nicht dabei, da kann man endlich mal die Wahrheit sagen. Das Blöde ist nur, dass die Ergebnisse aus diesem Prozess den Mitarbeitern auch zurückgemeldet werden müssen seit ein paar Jahren. Das hatten wir früher nicht. Das stellt sicher, dass ich auch weiß, wie ich eingeschätzt werde, ob ich in dieser Runde positiv bewertet werde, in dieser hier, oder ob vielleicht mein Vorgesetzter mir aus Bequemlichkeit Dinge erzählt, die er gar nicht wirklich über mich glaubt. Denn das gibt es durchaus. Die Basis dessen allen bei uns ist das Kompetenzmodell. Das ist nicht besonders aufregend, glaube ich. Aber das haben viele Unternehmen auch. Wir haben es gegliedert in 4 Kompetenzfelder. 8 Kompetenzen haben die beschrieben. Beschrieben, das heißt, hier haben wir Indikatoren dazu gesetzt. Und, das ist ganz wichtig, das sollten Sie immer tun, wenn Sie sowas machen, operationalisierte Verhaltensbeispiele machen. Das haben wir seitenweise, gibt es die. Die kennen die vor, gibt es in allen Sprachen, weil das ja weltweit eingeführt ist. Die gibt es dann auch noch differenziert, beispielsweise für die Entwicklung, ergänzt durch typische Entwicklungsanforderungen oder Vertriebsanforderungen, wobei ich sagen muss, da steckt so viel Arbeit drin, aber am Ende, nach ein paar Jahren, guckt keiner mehr rein. Die jungen Vorgesetzten schauen mal rein und dann haben sie das Gefühl, sie haben es verinnerlicht und dann bleibt es in der Schublade. Ist vielleicht aber auch gut so, denn wir sollten uns alle bei unseren Entscheidungen auch nicht sozusagen überkomplizieren. Ich glaube, menschliche Entscheidungen werden immer in gewisser Weise summarisch sein und aus dem Bauch heraus manchmal auch, und es sind nicht immer die schlechtesten. Also der Versuch, alles zu verwissenschaftlichen, jegliche Form von Personalauswahl zu verwissenschaftlichen, ist aus meiner Sicht erstens sachlich zum Scheitern verurteilt und zweitens auch gar nicht gut. Irgendwann werden die Vorgesetzten Ihnen auch die rote Karte zeigen, wenn Sie sie mit ihm als Personal, ich spreche jetzt sozusagen als Personalmensch zu Ihnen, die ja meistens, glaube ich, keine Personalleute sind, dann werden Sie uns zu Recht die rote Karte zeigen und sagen, wir müssen auch noch was anderes tun. Obwohl Führung natürlich eines der wichtigsten Aufgaben ist. Wir machen die Beurteilung alle auf einer 5-Punkt-Skala. Da gibt es Glaubenskriege darum, welche Skalen die richtigen sind. Ich sage 5 oder 7, machen Sie nichts ohne Zwischenstufe, also ohne Mittelstufe, haben wir auch mal probiert. Da waren die Werte noch weiter rechts, als sie ohnehin schon sind. Es gibt diese Rechtsbewegung bei allen diesen Beurteilungsskalen, das kennen Sie. Unsere liegen so ungefähr bei 3,6, also der Mittelwert liegt hier. Eigentlich müsste er, weil alles Menschliche sich ja normal verteilt, bei 3 liegen, tut er aber nicht, er liegt bei 3,6. Aber dann geht es sozusagen um die Potenzialeinstufung und da liegen wir in der Tat mit 58% bei der R-Gruppe. Und R heißt, die Leute sind am richtigen Platz, machen ihre Arbeit gut, werden anerkannt, kriegen Geld, pünktlich und bleiben auch auf dem Platz. Ja, pünktlich, das ist ganz wichtig. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sollten noch ein bisschen was tun, weil die sind unter den Anforderungen. Da gibt es welche, die werden wir ablösen von dem Platz, abgruppieren, up or out heißt das dann. Und die anderen, also die müssen entweder rauf oder in dem Fall werden sie abgruppiert und oder werden das Unternehmen verlassen. Und dann gibt es Leute, die sind in unserem Talentpool, das sind die hier, das sind ungefähr 10%. Ich zeige Ihnen mal unsere weltweite Pyramide. Sie müssen sich vorstellen, unter der Pyramide ist alles das, was in Deutschland der Tarifkreis ist. Und das sind die Mitarbeiter, sonst gibt es ja im Ausland keine Tarifbindungen üblicherweise. Das sind also 18.000 Mitarbeiter, für die ich auch mit meiner Gruppe zuständig bin. Davon sind ein Teil im oberen Führungskreis, ein Teil im mittleren Führungskreis und ein Teil im tarifnahen AT-Kreis. Sie sehen das, die Zahlen sehen Sie hier. Und etwa 10% nach unserem Prozess, den wir jedes Jahr machen, sind etwa 10% aus jeder Gruppe im Förderkreis. Das ist diese grau schraffierte Linie oder Sektor. Das heißt, von den 13.000 Mitarbeitern, die bei uns Gruppenleiter sind, die nennen wir Salary Level 1, das wissen die auch alle, weltweit ist das alles, davon sind ungefähr 1.300 auf dem Weg in den nächsten 4 Jahren in die nächste Ebene. Wiederum hier auch ungefähr, es sind ungefähr 10% immer, das ist keine Vorgabe, sondern es hat sich so über die Jahre ergeben. Und interessanterweise, also wir hängen irgendwie an den 10%, glaube ich. Wir haben dann nochmal so eine High-Pot-Gruppe, wie wir sagen, High-Potential-Gruppe, das sind Menschen, wo wir sagen, die schaffen es nach unserer aller Einschätzung, 2 Hierarchiestufen in 6 Jahren zu schaffen. Also nicht eine in 4 und dann die nächste vielleicht auch nochmal in 4, sondern 2 in 6. Und die müssen sich einfach schneller entwickeln, die müssen schneller die Stellen wechseln. Und das sind 10% von der grauschraffierten Gruppe sitzen in dieser Gruppe. So.
Und dann werden 10%, ich meine, das ist wirklich Zufall, das ist nicht vorher bestimmt oder gesetzt worden, 10% der Mitarbeiter, die bei uns im Förderkreis sind, werden das Ziel nicht erreichen. 90% werden über die Zeit, noch 3, 4, wir können zweimal verlängern, 5 oder 6 Jahre, werden das Ziel erreichen, 10% werden wir herausnehmen, weil sie die Erwartungen nicht erfüllt haben. Manchmal auch, weil sie selber sagen, sie wollen nicht. Weil bei uns Entwicklung auch immer mit Mobilität verbunden ist, neben den Laufbahnoptionen, die wir haben, also Fachlaufbahn, wird seit über 20 Jahren bei uns angeboten, Vertragsbedingungen sind gleich, Vergütung ist gleich, haben wir zunehmende Bedeutung der Projektlaufbahn, ich bin jetzt, glaube ich, mit der Zeit am Ende, und nach wie vor natürlich die klassische Linie, die in dem Umfang zurückgeht, gegenüber der Projektlaufbahn etwas am Boden verliert und alle Möglichkeiten bestehen. Und es gibt bei uns eben eine ganze Reihe Menschen, die wollen eher einen Nobelpreis haben und bleiben deshalb ganz klar auf der Fachschiene. Und andere wollen gerne CEO oder CFO oder irgendwas anderes werden, was sie nach oben in der Führungslaufbahn bringt. Wer bei uns Führungseignung hat, hat natürlich auch häufig ein hohes fachliches Potenzial. Also ich denke mal an unseren früheren Vorsitzenden, Herrn Scholl, der eine ganze Reihe von Patenten hält und der sicher auch ein sehr guter Fachexperte geworden wäre. Nur wir sagen, Führungseignung ist so ein wichtiges, eine wichtige Fähigkeit. Wer das hat, der wird eindeutig bei uns diesen Weg machen sollen. Außer er oder sie sagen, ich will nicht. Dann macht er oder sie diesen Weg. Aber Führungspotenzial wird auch mit Sicherheit immer in der Führungslaufbahn genutzt. Wir haben Karrierebausteine. Das ist eine Folie, die häufig genutzt wird bei uns im Unternehmen. Ich mache ja viele, aber manche werden vergessen, diese nie. Die sagt nämlich, um in den oberen Führungskreis zu kommen, und analog gilt es darunter auch, müssen Sie bei uns einen Geschäftsbereich gewechselt haben. Also Sie können keinen Kaminaufstieg im Geschäftsbereich machen. Sie müssen den Funktionsbereich gewechselt haben und Sie müssen im Ausland gewesen sein. Nur dann werden Sie in den oberen Führungskreis genommen. Wir verfolgen das natürlich weltweit, wir haben eine Erfüllungsrate von 80%, ein bisschen drüber. Das heißt, bei knapp 20% machen wir Ausnahmen. Ich sage immer, solange es 20% nicht wesentlich überschreitet, ist es noch eine Ausnahme. 40% ist keine Ausnahme mehr. Ein Drittel auch schon nicht mehr. Das wird nicht mehr als Ausnahme wahrgenommen. Das ist sehr wichtig bei uns. Da ist ganz viel vermeintliche Ungerechtigkeit drin. Die Menschen aus Bleichach, wissen Sie, wo Bleichach ist? Immenstadt, schöne Gegend da unten, im Allgäu, in den Bergen, die sagen immer, ja, wir müssen ja immer umziehen, wenn wir Bosch-Karriere machen wollen. Die im Großraum Stuttgart, die können das machen, ohne umzuziehen, weil wir natürlich mehrere 10.000 Beschäftigte und auch Stellen hier in Stuttgart haben. Ich sage, das Leben ist ungerecht, das bleibt auch so. Es bleibt so. Es wird so bleiben. Und deshalb ist es natürlich für die einen, die hier schon wohnen, leichter, sozusagen die Stellen zu wechseln, andere Bereiche zu gehen, ohne umzuziehen. Das Umziehen wird zunehmend natürlich zu einer schwierigen Geschichte, familiär, wegen Double Career Couples, wegen der Familie, die dabei ist und so weiter und auch wegen der relativ häufigen Wechsel. Wir schulen alle Mitarbeiter, Standardprogramme. Alle Führungskräfte gehen durch mehrere Wochen Lead-Programm, das sehen Sie ganz links. Das ist so das Handwerkszeug des Führens. Alle Projektmanager, alle Projektleiter gehen durch ein Projektmanager-Qualifizierungsprogramm. Das endet sogar mit einer Prüfung, bei der man sogar durchfallen kann. Das hat einige erschreckt, aber es passiert. Und die Fachlaufbahn wird unterstützt mit einem speziellen Programm. Und unsere Förderkreismitglieder durchlaufen auch bestimmte Programme, die sehr stark auch auf Projektarbeit ausgerichtet sind, auf Netzwerk, Bildung, auch international immer sind. Und die sind ebenenbezogen, ebenenspezifisch. So wie ich Ihnen vorhin sagte, auf jeder Ebene gibt es ja einen eigenen Förderkreis mit diesen 10% der jeweiligen Grundgesamtheit. Zusammenfassend kann ich sagen, beim Talentmanagement Bedarf definieren, darüber muss man sich klar sein. Man muss in irgendeiner geeigneten Form die Leistung und die Kompetenzausprägung der Mitarbeiter einschätzen und in diesem Prozess dann auch Potenzial identifizieren, sich aber klar sein, dass Potenzial nicht automatisch Leistung ist und automatisch sozusagen Kompetenz bedeutet, sondern es ist ein Mehr, was Sie bewerten müssen. Dabei nach meiner Auffassung ein Mehr-Augen-Prinzip anzuwenden, dann auch Entwicklungs- und Laufbahnoptionen zu bieten, Mitarbeiter zielgerichtet zu entwickeln und am Ende die Stellen, die sie im Unternehmen besetzen, auch in einem nachvollziehbaren Prozess zu besetzen, auch eigene Bewerbungen zuzulassen. Und dann kann vielleicht Talentmanagement auch irgendwann, wie heißt es neudeutsch, Retention bedeuten, also auch Mitarbeiterbindung. Vielen Dank.